Einen wunderschönen guten Tag. Wir spielen weiter mit Star Wars Jedi Academy und wir waren stehen geblieben mitten in Vaders Festung. Ich habe mein Lichtschwert schon umgeändert, ne? Blaue Farbe, wir sehen schon. Und jetzt geht's auch endlich weiter, Leute. Es wird bestimmt heute irgendwie noch ein krasses Ereignis geben, weil wir waren hier eigentlich schon lange drin, ne? Diese Story-Mission ist schon wirklich sehr, sehr lang. Von daher, ich bin gespannt. Wer sind sie? Oh, ich sehe einen. Und zack. Haben wir den getötet dadurch? Wahrscheinlich nicht, ne? So, erstmal holen wir uns dich, mein Freund. Oh. Okay, ich mache euch alle auf einmal fertig. Er kommt einfach zur Jedi-Messerstecherei ohne Lichtschwert. Alter, was? Ich wollte gerade sagen, was macht der für Moves, ey? Versucht er hier noch krass auszuweichen, aber das hat ihm wohl leider nicht gebracht. Ne? Das hat wohl gar nichts gebracht. Ja, sieht aber cool aus. Aber gut, Leute, wir haben auch wieder eine Frage des Tages. Und zwar ist diese. Welcher Druidenserie gehören die Taktik-Druiden an? Schreibt jetzt auch einfach in die Kommentare und am Ende wird es wie immer aufgelöst. Oh, das sieht cool aus. Ich glaube, wir nehmen mal den Machtschub ganz basic hier. Mein Jedi? Oh nein, das ist einer dieser Stärkeren. Und er hat C-3PO zerlegt. Das wirst du mir büßen. Können wir den denn irgendwie auf smarte Art und Weise treffen? Der hat... Oh! Der hat zwei Lichtschwerter. Wie gut bist du denn wirklich? Ja, das... Hör auf, mich zu würgen. Das ist mein Move. Können wir den mit dem... Oh mein Gott. Okay, ich glaube, der ist krass. Machen wir mal den hier. Ist er unbeeindruckt. Okay, komm. Jetzt einmal... Oh. Alter, der ist richtig krass. Was ist das denn für einer? Okay, da hat er nochmal einen Hit mitbekommen. Alter! Oh mein Gott! Wie krass ist der? Boah. Junge, ey! Alter Schwede! Ich habe hier schon richtig Angst bekommen. Kriege ich da Schaden? Wäre ich jetzt gestorben, wäre ich wütend auf mich selber, aber... Alter! Puh, okay. Zwei einzelne Lichtschwerter, den haben wir besiegt, aber das war echt nicht easy. Alter, das hat so Bespin-Vibes. Ich finde das gerade richtig cool. Das ist wie in Episode 5, ne? Wenn dann da irgendwie so die Türen aufgehen und Luke wundert sich so, na, was soll ich mich da jetzt einfach reinfalle aktivieren? Oh, warte mal, da hinten ist noch eine Tür. Ja, fast. Ach, das ist gar kein Fahrstuhl. Aber wir können da was drücken. Egal, wir gehen trotzdem erstmal. Nee, das geht nicht. Okay, was passiert, wenn wir hier drücken? Ah. Oh, ich glaube da... Oh. Da müssen wir aufpassen, nicht, dass uns die zerdrücken, die Dinger. Ah, das ist hier so eine Kampfkammer. Ich sehe schon, jetzt geht die nächste Tür... Oh, fuck, nicht ihr schon wieder. Ja, ich weiß doch mittlerweile, wie es geht. Ja, ich weiß ja mittlerweile, wie es geht. Ich weiß ja mittlerweile, wie es geht. Ja, okay, erzähl nicht. Meine Güte, hast du dich da wieder Kacke angestellt. Die Tür wird sie auch, nicht, auch noch öffnen wahrscheinlich, oder? Ist ein bisschen die Frage, was dann kommt. Können wir uns hier eigentlich irgendwo schnell regenerieren? Nee. Okay, was kommt aus der letzten Tür? Ein Lichtschwert gehört, oder? Oh nein. Haben die auch ein Schild? Ich höre zwei. Das ist nicht nur der. Oh, das wehren die ab. Oh Mann, Leute! Das ist nicht gut. Komm, wir gehen auf Machtgeschwindigkeit. Dann. Kann der angreifen? Kann ich die provozieren? Komm, jetzt. Was? Okay, den haben wir. Jetzt sind die beiden Kollegen wieder angesagt. Vielleicht können wir die ja auch mit einem Blaster oder sowas besiegen. Die haben ja keine. Die haben ja keine Macht oder so. Oh, oh. Okay. Ich glaube, wir müssen mit dem Lichtschwert kämpfen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Nein. Oh. Mann. Oh, die sind aber auch strong. Und der Machtblitz bringt da auch nichts. Okay, einen haben wir. Alter, die setzen aber auch direkt nach. Shit. Okay, wir gehen auf die Geschwindigkeit vielleicht. Und jetzt den richtigen Moment. Oh, verdammt. Der hat mir voll eine gegeben. Aber wir haben ihn. Oh, sind die stark! Meine Güte! Das wird ja richtig schwierig gerade. Okay, wir kriegen aber auch immer eine Heilung.
Kontrollpunkt. Das ist auch nicht schlecht. So. Oh, es geht nach unten. Ich hoffe, die Druiden kommen nicht immer wieder. Und ich brauche doch eine bessere Taktik. Man konnte die auf jeden Fall abschießen. Man hat es ja gesehen. Waffen sind da vielleicht gar nicht schlecht, ne? Warte mal, das sind irgendwelche Sith-Adepten oder was? Mit Blastern? Also, was ist... Haben die keine Lichtschwerter mehr übrig für ihre Leute? Oder was ist hier los? Wenn man da irgendwie so einen Raketenwerfer oder sowas hat, da ist es, das ist, glaube ich, richtig stark gegen die. Alter, was ist das denn für eine geile Butze? Ist das Vaders Büro? Oh nein, schon wieder so einer. Die sind auch echt stark. Komm raus, Feigling. Jetzt, wir haben ihn auf dem Boden. Nein, er weicht aus. Stärker als du glaubst, du Hund, du. Wo? Was? Mist, was ist jetzt eine gute Taktik? Vielleicht machen wir mal den Gedankentrick hier. Bringt der was? Ist er dann irgendwie kurz abgelenkt? Er macht nichts. Ah doch, er macht was. Der Geistestrick ist es auch nicht. Ah, jetzt hat er sich voll lappig angestellt. Junge, eben macht er den Move, er hält mich fest und wirft dann mit seinem Lichtschwert einmal um mich rum und schneidet mir die Hand ab. Das habe ich noch nie... Verdammt. Das habe ich noch nie gesehen. Und jetzt lappt der so rum hier. Wie der größte Lappen. Aber guck mal, wie cool das aussieht. Da macht ja jemand Vader nicht sonderlich. Ach, das ist sogar eine Vader-Statue. Das ist nicht sein Büro. Da ist noch einer runtergefallen. Das sind jetzt... Also, was ist denn hier los gerade? Ich wollte mich eigentlich nur umschauen und... Ich höre ja andauernd irgendwelche Leute runterfallen. Es ist... Ich glaube, das ist ein Bug. Bin ich sicher. Alter. Ich sehe dich. Wie viele Lichtschwerter hast du? Eins. Das sind trotzdem alles immer die krassen. Das sind immer alles... Jetzt holen wir ihn uns. Möge die Macht mit dir sein. Wir gehen jetzt nochmal auf den Geistestrick und diesmal fetze ich den. Ich fetze den so weg. Ich werde den jetzt so weghauen. Ich bin so oft gestorben in diesem Part. Das kann einfach echt nicht wahr sein. Heute ist einfach nicht mein Tag, habe ich den Eindruck. Nochmal werde ich nicht drauf gehen. Oh mein Gott. Oh, er macht den Move, alles klar. Ja, okay. Ist okay, okay. Der Geistestrick bringt mir leider gar nichts mehr, ha? Sie haben keine Chance. Ach, der sieht's mich auch noch. Danke sehr. Wenn wir den Würgriff weit. Nee. Wer hat sein Lichtschwert verloren? Ja, das hat mir immerhin einen kurzen Moment gebracht. Mit dem Würgegriff. Ah, aber gegen die habe ich echt harte Probleme. Das ist echt nicht einfach, du. Ach, jetzt sind wir hier auf den oberen Ebenen. Und Vader's Castle. Und das, mit der Statue sieht man es sogar nochmal ganz gut. Sieht richtig cool aus, oder? Allgemein, das sieht von der Optik her hier super aus. Was ist der Würgegriff? Ja. Oh, guck mal. Er hat eine Doppelklinge. Der Idiot hat es ja nur nicht gezogen. Würgegriff. Okay, wir merken uns das. Der Würgegriff ist es vielleicht. Hast du den Eindruck, hier kommt ein Boss? Wir speichern hier nochmal. Wie der läuft. Ich spüre deine Gegenwart, Jaden. Rush, was machst du denn hier? Die Jünger Ragnos brachten mich hierher. Erst dachte ich, sie wollten mich töten, aber ich habe sie falsch eingeschätzt. Spürst du, wie viel Macht in der dunklen Seite steckt? Kyle behindert uns. Jaden, du solltest diese Kraft spüren. Das übersteigt jede Vorstellung. Rosh, was redest du da? Du bist ein Jedi. Nein. Nein, ich... Genug Gerede! Rosh, vernichte diesen Jedi, damit wir unsere Aufgabe erfüllen können. Jawohl. Wenn du zu schwach bist, dich uns anzuschließen, Jaden, dann darfst du uns nicht im Weg stehen. Jo! Euch mache ich fertig, ey. Erstmal töten wir einen seiner komischen Handlanger. Alter, die schieben einen weg, oder was? Wo ist der nächste? Der hat auch die Stimme von Mr. Krabs, ne? Mr. Krabs, es tut mir leid!
Aber erstmal müssen die draufgehen. So, Rush, jetzt ist ein schönes 1 gegen 1, du und ich. Das werden wir sehen, ob ich schwach bin. Oh, der widersteht den Würgegriff. Oh. Muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, der ist wirklich nicht zu unterschätzen. Ja, da haben wir uns beide gegenseitig einen schönen Hit mitgegeben. Komm, jetzt den Würgegriff nochmal. Oh, er schützt sich. Mann! Auf zu lachen! Du Hund, du! Ich werde dich schon noch fertig machen. Bau nur meine Macht der dunklen Seite, dann werde ich dich sowas von fetzen. Er nutzt hier die ganze Zeit solche komischen Machtschutzdinger, damit er irgendwie nicht gewürgt werden kann. Das regt mich richtig auf, Rush. Das macht mich richtig... Jetzt. Hä, was? Ja, gut, ne? Kyle, ich... Oh. Hast du geglaubt, ich würde meinen neuen Schüler so leicht aufgeben? Tavion. Du hättest mich töten sollen, als du die Chance dazu hattest, Katarn. Dein jämmerliches Jedi-Mitleid ist eine Schwäche, die dich dein Leben kostet. Und das der Akademieschüler. Aber nicht deines, mein lieber Rosh. Komm. Ja, Tavion. Rosh, nein! Narr! Eure kleine Freundschaft kann es nicht mit der Kraft der dunklen Seite aufnehmen. So weit ist es gekommen, Tavion. Die Macht häppchenweise stehlen wie irgendein intergalaktischer Parasit. Verschon mich damit, du selbstgerechter Katarn! Du magst mich gedemütigt haben, als du mich am Leben gelassen hast, aber dann habe ich das gefunden. Jetzt habe ich einen neuen Meister, der mir alle Kraft versprochen hat, um dich und alle Jedi zu vernichten. Ragnos, was kann dir ein toter Lord der Sith geben? Das, was ich schon immer wollte. Aber du wirst das nicht mehr erleben. Lange kann ich nicht mehr. Halt durch. Der krasse Fluchtmove. Wir haben uns befreit und überall umgesehen, doch Tavion hatte sich Rosh geschnappt und war geflohen. Jetzt wissen wir, wer diesen Kult anführt. Aber das erklärt noch nicht, wieso sie so viele Anhänger der dunklen Seite haben. Ein paar von Dissans Wiedergeborenen waren bei ihr. Und bezüglich der Kultanhänger hat Jaden eine Theorie. Wenn das Zepter die Macht speichern kann, kann es sie vielleicht auch freisetzen. Tavion könnte damit ihre Anhänger stärken. Verdorbene Jünger auf der dunklen Seite der Macht. Das würde viel erklären. Konntest du dir das Zepter ansehen? Ja, es gehörte wohl Ragnos. Wir werden rausfinden müssen, was Tavion damit vorhat, wenn wir sie stoppen wollen. Einverstanden. Du wirst ein neues Lichtschwert fertigen müssen, das das Verlorene ersetzt. Während wir versuchen, Tavions nächsten Schritt zu erahnen, möchte ich, dass du eine aktivere Rolle an der Akademie übernimmst. Sir? Jaden, du hast auf Vijun ausgesprochen überzeugend agiert. Um sich drei dunklen Jedi zu stellen und sie zu besiegen, braucht es Tapferkeit und Talent. Ich denke, du bist bereit, dich ab sofort Jedi-Ritter zu nennen. Glückwunsch. Ja, Meister Skywalker. Vielen Dank. Boah. Jaden, nach dem Kampf spürte ich den Hass in dir wachsen. Du magst jetzt ein Jedi-Ritter sein, doch musst du dich vor der dunklen Seite hüten. Ja, Kyle, ich werde dich nicht enttäuschen. Und jetzt dürfen wir tatsächlich auswählen, ob wir zwei Schwerter... Doppelklinge oder Standardlichtschwert nehmen. Das Coole an dieser Modifikation ist, wir können das im Nachhinein tatsächlich sogar noch switchen. Normalerweise ist jetzt hier die Entscheidung so ein bisschen endgültig. Das heißt, man kann dann auch wirklich nur einmal sich entscheiden, mit was man jetzt weiterkämpfen möchte. Aber mit der Mod, wir dürfen quasi im Nachhinein dann immer noch immer hin und her switchen, ob wir dann ein Doppelklinge-Lichtschwert nehmen oder zwei Einzelne. Ich bin riesen Fan von zwei Einzelnen, deswegen werde ich das am Anfang jetzt auch erstmal tun. Aber wir können ja auch rot nehmen. Cool, ja, das gefällt mir. Und von daher, wir machen erstmal das. Wir können, wie gesagt, im Nachhinein sowieso immer alles switchen und werden dann auch alles sehen, ne? Da du nun ein Jedi-Ritter bist, haben Luke und ich entschieden, dich auf anspruchsvollere Missionen zu entsenden. Sei aber vorsichtig. Gefahren lauern überall. Alles klar. Übrigens, kleiner Crashkurs, die Tavion, die ist tatsächlich mal eine Figur, die auch im Vorgänger vorkam. Ist allerdings jetzt nicht so wichtig, um die Story hier zu raffen.
war damals eine Gegenspielerin in Jedi Knight 2, wurde von Kyle Katarnern verschont und jetzt kehrt sie halt wieder. Aber wie gesagt, ist nicht so wichtig, um die Story komplett zu verstehen. Und jetzt, liebe Leute, haben wir auch endlich alle unsere Machtkräfte in der Mitte auf Stufe 3 bekommen. Das heißt, wir sind jetzt ein voll ausgebildeter Jedi-Ritter. Und ich würde sagen, wir nehmen noch den Geistestrick und powern den hoch, oder? Alles klar. Und damit würde ich tatsächlich sagen, wir hören hier an der Stelle auf. Ich weiß gar nicht, wie lang das ist. Wahrscheinlich heute ein bisschen kürzer, aber na gut, ist manchmal so. Wir hatten eine richtig schwierige Frage des Tages und die Antwort darauf war heute T-Serie-Druiden. Also wirklich, ja, nicht einfach. Aber von daher, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.